Grüße aus Wien vom Steinernen Kreuz. Ich bin Flat dabei und jetzt geht's auf die 23. und vorletzte Etappe des Wien rund um Adumwanderwegs vom Steinernen Kreuzweg in Richtung Strebersdorf. Und da nehme ich euch demnächst einfach einmal mit. Diese Etappe ist eine relativ kurze Verbindungsetappe mit ca. 3,8 Kilometer und geht mehr oder weniger schnurgerade nach Strebersdorf hinunter bis zur Schnellbahnstation. Und von daher wird es wahrscheinlich nichts sehr Spektakuläres zu sehen geben. Hier kann man dem großen Schild in Richtung Strebersdorf folgen oder auch dem kleinen, wo drauf steht rund um. Das ist das Bessere. Na, wem kommt da die steinerne Badewanne bekannt vor? Hm? Es ist die Grottenhofgasse. Und da kann man noch Schatten finden, aber wenn es jetzt schon um die Mittagszeit ist. Da geht es genauso steinern ausgekleidet dahin wie beim Abstieg zum Magdalenenhof. Das ist da eine typische Kellergasse, wo es links und rechts jeweils weggeht in die Weinkeller hinein. Und oben drüber, da sind die Weingärten. Also das hat man ganz effizient angelegt. Und uns kommt daher sehr zugute, dass man das auch so angelegt hat mit den Bäumen, dass wir schöne schattenspendende Bäume überall angepflanzt sind. Und damit, obwohl wir da jetzt um die Mittagszeit unterwegs sind, wir eigentlich das nur recht angenehm kühl haben. Es ist aber nicht überall so ein Hohlweg, also zum Teil öffnet sich das auch ein wenig. Und da geht man nur knapp unter dem Niveau von den Weingärten dahin. Man sieht aber halt leider nirgends mehr hinunter in Richtung Wien. Das geht sich hier leider überall ganz knapp nicht aus. Aber wenn man sich da die ganzen Kellerchen anschaut, das das ergibt, einer nach dem anderen, die sich da rein, da merkt man, das hat man ganz kleinräumig aufgeteilt, offensichtlich da 171, 173, die ganzen Hausnummern. Da müssen ganz streifenförmige Grundstücke dahinter liegen. Und einige von diesen Kellereingängen, die schauen schon so aus, als ob das Jahre und Jahrzehnte brach liegt. Aber wenn das da jetzt ein Weg auf Pflaster ist, das ist also vom Erlebniswert her durchaus nochmal ganz was Hübsches. Also diese Kellergasse, das hat alles einen eigenen Flair. Und da muss man sagen, das ist zwar nicht dasselbe wie das Naturerlebnis vorhin, aber das kann man schon akzeptieren. In diesem Abschnitt wird es jetzt schon richtig mühsam. Es ist nämlich zwar immer noch sehr schön gepflastert, aber leider ordentlich viel Autoverkehr inzwischen. Ganz auf und ab und hin und her. Das lassen sich von den Pflastersteinen nicht aufhalten. Und damit macht es gleich auch immer mehr so viel Spaß. Obwohl die Gegend ja immer noch ganz angenehm wäre. Wir haben jetzt Strebersdorf erreicht, aber natürlich noch nicht die S-Bahn-Station. Aber da ist es zum ersten Mal jetzt wieder städtisch. Wiener rund um den Dummweg. Nach links. Wiener rund um den Dummweg, da kann man ja erkennbar. Also der Strebersdorfer Straße folgt man nur kurz und dann geht's da wieder geradeaus weiter. Auch durch Strebersdorf durch hat man jetzt nochmal einen Weg aufgefunden, wo man durch schöne große Bäume und mehr oder weniger so halber die Allee einen guten Schatten hat. Und da ist es jetzt nicht mehr allzu weit, bis man dann zur Schnellbahnstation hinabbiegen kann. Ein bisschen Spaß noch, aber zumindest einmal ist es trotz verbauten Gebiet noch ganz erträglich. Das kann man noch als Spazierengehen durchgehen lassen. An dieser Stelle, da, wo der Ziegelofenweg ist, angeschrieben, da kehren wir noch gerade durch, zwischen diesen Häusern da. Da endet diese Fußwegpassage und wir kommen kurz wieder auf die Straße hinaus, die wir aber queren und dann da fahren wir den Niesplatz auf dem Gehsteig weiter. Da rundum und um leitet uns da jetzt über die Straße drüber und damit nicht mehr über die Straße, sondern auch hier, wenn man über die Brücke schaut, drüber aus. Wir werden da aber noch ein bisschen entlang spazieren in Richtung der Schnellbahnstation. Und da ist Vorsicht, Radfahrer. Wir können nämlich nach rechts. Ja, entlang des Kanals zu spazieren, das ist jetzt nochmal ganz cool. Eine schöne Alternative zur Straße. Wenn man ein bisschen Schatten sucht, findet man den auch noch. Also das ist ein persönlicher Abschluss für diese Etappe, die
eigentlich nur als Verbindungsstück zu sehen ist. Und noch einmal Wien rund um unter der Brücke der Breyer Straße durch. Wer da die Bahnbrücke sieht, der hat es fast geschafft. Da fährt jetzt gerade die Schnellbahn drüber. Weil da vorne drüben ist die Schnellbahnstation. Das ist da. Und da drunter. Weil sie die allergrößten, die hier noch anhaben. Diese Straßenbrücke dann noch durch. Und dann aber hinauf und über diesen Fußgängersteig da. Also da vorne geht es in Richtung der Schnellbahnstation weg. Fußgänger gehen da hinüber. Wir werden hier übrigens auch wieder den Machfeldkanal. Also für alle, denen das Wasser da bekannt vorkommt, das schaut genauso drüber aus wie einige Kilometer davor, wo wir vom Machfeldkanal weggegangen sind und in Richtung Biesenberg. Und wir müssen jetzt da vorne geradeaus an Sibra-Streifen über die Straße hinüber und die Straße ein bisschen weiter. Dort kommen wir zur Schnellbahnhaltestelle. Und wir haben es wieder mal geschafft und haben die Haltestelle Strebersdorf erreicht. Das offizielle Ende der 23. Etappe. Ja, jetzt schaut schon wirklich ein Ende aus beim Wiener Rundumwanderweg. Denn es folgt jetzt hoffentlich die 24. und letzte Etappe. Und ich bin froh dabei. Und falls ihr euch das nicht mehr geben wollt, dann vielleicht sieht man es ja mal auf einer anderen Tour. Also, ähnlich grün. Da sieht man jetzt Nussdorf. Eigentlich zum Greifen nach. Wir sind also jetzt auf der Jedesierbrücke. Das ist eigentlich da ziemlich einsam. Da haben wir das Erlebnis Wien rund um fast schon beendet.